Der Teufel saß in der Höll und krümmt sich vor Schmerz, weil der Mönch Luther sich gefasset das Herz, einzugreifen in der Welten Ring und zu stürzen die alte Ordnung der Ding. Ist nicht genug, so heult er, daß es weithin schallt, daß die Arge sich wagt an die geistliche Gewalt? Muß er auch noch mein eigen Reich und Dominium sich erkühnen zu stürzen um und um? Bei meiner Großmutter, er ist im Stand und erobert die Höll, wenn ich ihm nicht eine größere Macht entgegenstell. Doch wer hilft mir in dieser schweren Not, wo die Welt aus den Fugen zu gehen droht? So heult der Satan und schlug sich vors Hirn. Das Blut gefärbt war bald die schwarze Stirn. Da trat die Schlang zu ihm und altgiftig Tier, welch von Bosheit, Trug und List der Bauch berstet schier, und flüstert ihm leis ein paar Wort ins Ohr, der Teufel in seinem Innern nicht eins davon verlor. Aufsprang er, und erleichtert schwoll ihm die Brust, und sein Auge leuchtet vor Wonn und Lust. 9 Monat drauf ein Weib einen Jungen gebar, des Namen Don Inigo von Loyola war. Willkommen zu dem Video Die Gründung des Jesuitenordens. Kapitel 1 Ignatius von Loyola. Der erste Abschnitt des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. 1975 erschienen und 2007 aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Und nach dem kleinen Gedicht über das Teufelskind Ignatius von Loyola fand ich das eigentlich ganz schön, um das so einzuleiten, diese Lesung des ersten Kapitels des neuen Buches, wo ihr ja bereits das Einführungsvideo von gesehen habt. Ich werde dann auch ohne große Verzögerung gleich einsteigen in Abschnitt 1, die Gründung des Jesuitenordens Ignatius von Loyola. Und wir werden ein wenig lernen über den Hintergrund von Ignatius von Loyola, den ich sehr viel intensiver besprochen habe in Herrscher des Bösen, zumindest in der englischen Ausführung natürlich, weil da steht in dem Buch sehr viel drüber drin. Wie weit das im Deutschen war, kann ich mich jetzt im Augenblick nicht mehr daran erinnern, aber wahrscheinlich nicht so intensiv wie das jetzt hier. Der Gründer der Gesellschaft Jesu, der spanische Baske Don Inigo López de Recalde, wurde 1491 auf Schloss Loyola in der Provinz Guipúzcoa geboren. Er war einer der merkwürdigsten Charaktere eines Mönchssoldaten, den die katholische Kirche je hervorgebracht hat. Von allen Gründern religiöser Orden ist er vielleicht derjenige, dessen Persönlichkeit die nachhaltigste Prägung im Denken und Verhalten seiner Jünger und Amtsnachfolger hinterlassen hat. Dies mag auch der Grund sein für jenes Bekannte oder Charakteristische, ein Fakt, der bis zur physischen Ähnlichkeit geht. Folliet bestreitet diesen Fakt, doch viele Dokumente beweisen die Permanenz eines jesuitischen Typs über die Jahrhunderte. Der amüsanteste dieser Beweise findet sich im Guimet-Museum. Auf dem goldenen Hintergrund eines Stellschirms des 16. Jahrhunderts gab ein japanischer Meister mit dem ganzen Humor seines Volkes die Landung der Portugiesen und insbesondere der Söhne Loyolas auf den japanischen Inseln wieder. Das Erstaunen dieses Liebhabers der Natur und heller Farben ist augenscheinlich in der Art, wie er diese langen, schwarzen Schatten darstellt, mit ihren mürrischen Gesichtern, in denen sich die ganze Arroganz des fanatischen Herrschers verfestigt hat. Die Ähnlichkeit zwischen dem Werk des fernöstlichen Meisters des 16. Jahrhunderts und unserem, also französischen, Daumier von 1830 ist nicht zu übersehen. Wie viele andere Heilige schien Inigo, der seinen Namen später latinisierte und Ignatius wurde, alles andere als der eine zur Erleuchtung seiner Zeitgenossen prädestinierte zu sein. Seine stürmische Jugend war angefüllt mit Fehlern und sogar abscheulichen Verbrechen. In einem Polizeibericht war zu lesen, er sei, Zitat, heimtückisch, brutal und rachsüchtig, Ende Zitat. Alle seine Biographen geben zu, dass er hinsichtlich der Heftigkeit der instinktiven Gefühle keinem seiner wunderbaren Begleiter gegenüber nachgegeben habe, eine allgemeine Tatsache also. Ein ungebärdiger
und eingebildeter Soldat, sagte einer seiner Vertrauten. Er führte ein unordentliches Leben, was Frauen, Glücksspiele und Duelle betraf, fügte sein Sekretär Polanco hinzu. All dies wurde uns von einem seiner spirituellen Söhne, hochwürdiger P. Rouquet, berichtet. Der versuchte diese Heißblütigkeit, die sich gegebenenfalls ad majorem Dei Gloriam, also zur höheren Ehre Gottes, wandelte, ein wenig zu erklären und zu entschuldigen. Wie bei vielen Helden der römisch-katholischen Kirche der Fall, war, um seine Persönlichkeit zu verändern, ein schwerer Schicksalsschlag vonnöten. Ich frag mich nur, was für Helden die römisch-katholische Kirche hat. Wenn die römisch-katholische Kirche irgendwelche Helden hat, dann sind es die Feinde Gottes. Er war Page des Schatzmeisters von Kastilien bis zu seines Herrn Ungnade. Er wurde dann Edelmann im Dienste des Vizekönigs von Navarra. Bis dahin als Höfling lebend, begann der junge Mann das Leben eines Soldaten. Mit der Verteidigung Pampelunas gegen die von Graf de Foix befehligten Franzosen. Die Wunde, die sein künftiges Leben entschied, wurde ihm während jener Belagerung zugefügt. Mit einem von einer Kugel zerschmetterten Bein wurde er von den siegreichen Franzosen zu seinem Bruder Martin Garcia nach Schloss Loyola gebracht. Nun beginnt das Martyrium des chirurgischen Eingriffs ohne Anästhesie, dem er sich ein zweites Mal unterziehen musste, da die Arbeit nicht richtig gemacht wurde. Sein Bein ward ihm erneut gebrochen und wieder eingerichtet. Trotz all dessen wurde Ignatius humpelnd entlassen. Man kann verstehen, dass er nur ein Erlebnis wie dieses brauchte, um einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Die Gabe der Tränen, mit der er damals reichlich beschenkt wurde und in der seine frommen Biographen sein Wohlwollen des Himmels sehen, ist möglicherweise das Ergebnis seiner allzu leichten Erregbarkeit, die ihn künftig mehr und mehr prägen sollte. Man muss verstehen, Ignatius von Loyola war, bevor diese Kanonenkugel ihn getroffen hatte, ein Courtier, also ein Lebemann, vor allen Dingen mit vielen Frauen im Umgang. Und dieses Casanova-Dasein konnte er natürlich als humpelnder Mensch vergessen. Und die Gabe der Tränen, mit der er damals reichlich beschenkt wurde, war meines Erachtens doch hauptsächlich Weinen um sich selbst, dass eben sein Leben da jetzt gar nicht mehr so gut war. Naja, der Autor fährt fort, hier verwundet und mit Schmerzen da niederliegend, bestand seine Selbstbeschäftigung in der Lektüre der Vita Christi, das ist von Ludolf von Sachsen, das Leben Jesu Christi, und der Legenda Aurea, und das ist von Jakobus Voragine, die Legenda Aurea des Jakobus de Voragine, aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz. Diese zwei Bücher, die einzigen auf dem Schloss zu findenden Bücher, sagt der Autor hier, aber das ist nicht ganz richtig, weil Tapassorsi schreibt erklärend dazu bei, dass Ignatius von Loyola die Wahl hatte in dem Schloss zwischen den zwei eben genannten Büchern auf der einen Seite und der Bibel in Spanisch, die es dort schon seit Jahren gab. Und wir sprechen bitteschön von der Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts, also seit Mitte des 15. Jahrhunderts, 1450 ungefähr, gab es eine spanische Bibel in dem Haushalt, in dem er da war. Aber Ignatius von Loyola hat dafür gewählt, sich die beiden Bücher Vita Christi und Legenda Aurea zu besorgen und die Bücher zu lesen, anstatt die Bibel. Nun, da er praktisch ungebildet war und noch unter dem schrecklichen Schock stand, hatte die Wahl des Leidens Christi und des Martyriums der Heiligen eine unauslöschliche Wirkung auf ihn. Diese Zwangsvorstellung führte den verkrüppelten Krieger auf den Weg des Apostolats, also des Apostelamts. Zitat: Er ließ die Bücher Bücher sein und träumte vor sich hin. Ein klarer Fall von Tagtraum, dies war eine Fortsetzung des Einbildungsspiels des Kindes in die Erwachsenenjahre hinein. Wenn wir es den seelischen Bereich befallen lassen, ist das Ergebnis Neurose und Aufgabe des Willens. Was real ist, rückt an die zweite Stelle. Ende Zitat. Aus dem Werk von Robert Rouquet, der übrigens Mitglied des Jesuitenordens ist. Auf den ersten Blick scheint diese Diagnose kaum den Gründer eines derart tätigen Ordens noch andere große Mystiker und Schöpfer religiöser Vereinigungen, von denen alle scheinbar ein großes Organisationstalent hatten, zu betreffen.
Doch wir stellen fest, dass sie alle unfähig sind, ihrem Übermaß an Fantasie zu widerstehen und für sie das Unmögliche möglich wird. Lesen wir, was derselbe Autor, also Roquette, zu diesem Thema sagt. Zitat: Ich möchte die offensichtlichen Folgen der Praxis des Mystizismus an jemanden mit bestechender Intelligenz aufzeigen. Der schwache, sich mit dem Mystizismus hingebende Geist befindet sich auf gefährlichem Boden. Doch stellt der intelligente Mystiker eine weitaus größere Gefahr dar, da sein Intellekt in breiterer und tieferer Weise wirkt. Wo der Mythos in einer aktiven Intelligenz die Realität ablöst, wird daraus reiner Fanatismus, eine Infektion des Willens, der unter teilweiser Erweiterung oder Verzerrung zu leiden haben wird. Ende Zitat. Ignatius von Loyola war ein erstklassiges Beispiel jener aktiven Wundergläubigkeit und Willensverzerrung. Nichtsdestotrotz verlief die Wandlung vom Edelmann-Krieger zum General des militantesten Ordens innerhalb der katholischen Kirche sehr langsam. Viele stockende Schritte gab es, ehe er seine wahre Berufung fand. Es ist nicht unsere Absicht, ihn durch all jene verschiedenen Stadien zu folgen. Erinnern wir uns an die Hauptpunkte. Im Frühjahr des Jahres 1522 verließ er das Stammschloss mit der Absicht, ein Heiliger, ähnlich denjenigen zu werden, deren eindrucksvolle Heldentaten er in jenem großen gotischen Band gelesen hatte. Übrigens, war ihm nicht eines Nachts persönlich die Madonna mit dem Jesuskind im Arm erschienen? Nachdem er im Kloster Montserrat eine ausführliche Beichte abgelegt hatte, nahm er sich vor, nach Jerusalem zu gehen. In Barcelona ging die Pest um, und da sämtlicher Seeverkehr zum Erliegen gekommen war, musste er für fast ein Jahr in Manresa bleiben. Dort verbrachte er seine Zeit mit Gebet, langen Fastenzeiten, sich selbst geißelnd, alle Arten der Kasteiung praktizierend und niemals versäumend zum Bußgericht zu erscheinen, also beim Beichtvater zur Selbstanklage und Sündenbekenntnis. Obwohl seine Beichte in Montserrat offenbar 3 ganze Tage dauerte, eine derart ausführliche Beichte müsste bereits einem weniger gewissenhaften Sünder ausreichend gewesen sein. All dies beschreibt den geistigen und nervlichen Zustand des Mannes. Schließlich von jener Zwangsvorstellung der Sünde befreit, indem er zu der Überzeugung kam, dass es nur eine List Satans war, widmete er sich voll und ganz den unterschiedlichen und reichlichen Visionen, die seinen fiebrigen Geist zu jener Zeit heimsuchten. Hier muss ich kurz einen Kommentar einwerfen. Wenn wir hier über Ignatius von Loyola sprechen und lernen, dann müssen wir uns davon bewusst sein, dass wir von einem Zeitgenossen Martin Luther sprechen. Sie haben zur selben Zeit gelebt, wurden nur wenige Jahre auseinander geboren und Martin Luther ist auch nur wenige Jahre älter geworden als Ignatius von Loyola. Aber das Wichtige ist, während Martin Luther den Weg Gottes ging, und durch seine ständigen Fragen und seine ständigen Zweifel an der Erlösung den richtigen Geist in sich bekommen hat, hat Ignatius von Loyola durch seine Tätigkeiten einen anderen Geist bekommen. Und diese beiden, obwohl Zeitgenossen, arbeiten gegeneinander, obwohl sie sich selbst noch gar nicht kennen. Wir sprechen hier im Augenblick von der Zeit 1522. Das war kurz nachdem Martin Luther 1521 die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und anfing, damit Deutschland zu befreien von dem Joch Roms mit der Reformation. Und in dieser Zeit fängt Loyola eigentlich erst an, seinen Weg zu finden, und das dauert noch eine ganze Weile. Aber fahren wir in dem Buch fort. Durch ein Gesicht wird er zunächst bewogen, sagt H. Böhmer, das ist ein Kirchenhistoriker, geboren 1869 und gestorben 1927. Durch ein Gesicht wird er zunächst bewogen, wieder Fleisch zu essen, durch eine ganze Fülle von Gesichten dann die Geheimnisse des katholischen Dogmas eingeführt, so dass er das Dogma förmlich erlebt. Also Gesicht sind Visionen, ne? Ich weiß, warum sie das im Deutschen immer mit Gesicht übersetzen. Visionen sind ja Einbildungen, so kann man das auch übersetzen, und das wäre deutlicher als Gesichte. Aber in der Bibel ist das ja auch immer so komisch ins Deutsche übersetzt. So schaut er in Gestalt 3 Tasten eines
Klavichords, das ist ein altes Tasteninstrument, dessen Tasten am Ende Metallstifte oder Plättchen tragen, mit denen die waagerecht liegende Saiten angeschlagen werden. Die Dreieinigkeit in Gestalt eines unbestimmten, lichten Etwas, aus dem leuchtend Strahlen hervorbrechen. Das Geheimnis der Weltschöpfung durch Etwas aus einem Sonnenstrahl in Gestalt von Lichtstrahlen, welche in die Hostie gerade in dem Moment herabsteigen, wo der Priester sie zur Anbetung emporhebt. Das geheimnisvolle Herabkommen Christi im Abendmahle in Gestalt eines weißen Körpers, die Menschheit Christi und die Jungfrau Maria in Gestalt eines schlangenartigen, schillernden Etwas. Gleichsam viele geheimnisvoll funkelnde Augen, den Satan. Ist nicht dies der Beginn eines bekannten, jesuitentypischen Bildermachens? Hoc est corpus meum in der Eucharistie, wo man den Gott aus dem Himmel in die Hostie befiehlt, zusammen mit der Jungfrau Maria, so wie es in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Böhmer fügt hinzu, dass ihm die tiefe Bedeutung der Dogmen als besonderes Wohlwollen des Himmels durch übersinnliche Eingebungen geoffenbart wurde. Zitat: Viele Geheimnisse des Glaubens und der Wissenschaft werden ihm da auf einmal licht und klar, so dass er später meinte, durch alles Studium habe er nicht so viel Erkenntnis gewonnen, wie er sie in diesen wenigen Augenblicken besessen. Und doch wusste er nichts anzugeben, um welche Geheimnisse es sich dabei gehandelt habe. Nur eine dunkle Erinnerung daran war ihm geblieben, nur ein wunderbares Nachgefühl, als sei er in diesem Momente ein anderer Mensch mit einem anderen Intellekt gewesen. Ende Zitat. All dies dürfte das Ergebnis einer nervösen Störung sein. So kann man das in der modernen Psychologie wohl analysieren, hä? Und kann mit dem in Verbindung gebracht werden, was mit Opiumrauchern und Haschischkonsumenten passiert. Jener Vergrößerung oder Erweiterung des Bewusstseins, jener Sinnestäuschung des Schwebens über dem, was real ist, einem nur eine benommene Erinnerung übrig lassenden Augenflimmern. Wunderschöne Visionen und Erleuchtungen waren stete Begleiter des Mystikers sein ganzes Leben hindurch. Zitat: An ihrer Realität hat er nie gezweifelt, also die Realität der Visionen, die er hat. Er jagt den Satan mit einem Stocke fort, wie einen bösen Hund. Er spricht mit dem Heiligen Geiste, wie mit einer wirklich geschauten Person. Er legt Gottvater der Dreieinigkeit, der Madonna, seine Entschlüsse zur Bestätigung vor und zerfließt in dem Momente des Schauens immer in Freudentränen. Denn in diesem Augenblick erlebt er einen Vorgeschmack der Seligkeit. Der Himmel tut sich ihm auf. Die Gottheit steigt zu ihm fühlbar, sichtbar, hörbar hernieder. Ende Zitat. Wir sollen jeden Geist prüfen, der in uns kommt. Und Ignatius Loyola hat diese Geister, die ihm diese Visionen gegeben haben, sicherlich nicht geprüft oder nicht prüfen wollen oder hat sich ihnen eben freiwillig hingegeben. Dann, dass solche Geister nicht der Heilige Geist sind, das dürfte ja wohl jedem ziemlich deutlich sein. Ist dies nicht ein eindeutiger Fall einer halluzinierten Persönlichkeit? Ich denke, das haben wir soweit schon etabliert, ja. Es wird dieselbe wahrnehmbare und sichtbare Gottheit sein, die die spirituellen Söhne Loyolas der Welt permanent offerieren. Nicht nur aus politischen Gründen, der tief verwurzelten Neigung im Herzen des Menschen zur Götzenverehrung nachkommend und schmeichelnd, sondern auch nach hervorheriger, vollkommener Indoktrinierung, was eine Dummung ist, durch Überzeugung. Von Anfang an spielte der mittelalterliche Mystizismus in der Gesellschaft Jesu eine vordergründige Rolle. Immer noch ist er, trotz seiner bereitwilligen angenommenen weltlichen, intellektuellen und wissenschaftlichen Aspekte, der große Unterhalter. Sein zentraler Grundsatz lautet: Allen alles. Das lesen wir auch im Jesuiteneid. Kunst, Literatur, Wissenschaft und sogar Philosophie sind bis dato lediglich Mittel oder Netze, um Seelen zu fangen, wie die leichten von seinen Kasuisten gewährten Nachsichtigkeiten. Und wegen ihrer Nachlässigkeit sind jene oft schon zurechtgewiesen worden. Für diesen Orden, die Gesellschaft Jesu, gibt
es keinen Bereich, wo menschliche Schwachheit nicht bearbeitet werden kann, um Geist und Willen zur Kapitulation und Rückkehr zu einer kindlicheren und ruhigeren Frömmigkeit zu bewegen. Was auch immer man bitteschön unter Frömmigkeit hier verstehen möge. Und so arbeiten sie für die Herbeiführung des ihrer eigenen Idealvorstellung entsprechenden Reiches Gottes. Eine große Herde unter dem Krummstab des Heiligen Vaters. Dass gelehrte Männer eine derart anachronistische Idealvorstellung haben, scheint sehr eigenartig. Und doch ist es wohl unbestreitbar und die Bestätigung einer häufig ignorierten Tatsache. Die Vorrangstellung der Gefühle im Leben des Geistes. Der Philosoph Kant sagte übrigens, dass jede Philosophie doch nur Ausdruck des Temperaments oder Charakters des Philosophen sei. Abgesehen von individuellen Methoden scheint das jesuitentypische Temperament unter ihnen mehr oder weniger einheitlich. Zitat: Mischung von Frömmigkeit und Weltklugheit, also Frömmigkeit und Lebensklugheit verbunden mit Welterfahrenheit, von Asketik, das ist das katholische Streben nach christlicher Vollkommenheit, und Weltlichkeit, von Mystizismus und nüchterner Verstandesberechnung, charakterisierte schon Loyolas Charakter und sie wurde auch zur Signatur des Ordens der Gesellschaft Jesu. Zunächst einmal hat jeder Jesuit diesen speziellen Orden aufgrund der eigenen natürlichen Art gewählt. Aber ein Sohn Loyolas wird er erst richtig nach eingehenden Prüfungen und einer nicht weniger als 14 Jahre dauernden Ausbildung. Diese Ausbildung dauert normalerweise selbst länger als das. Da habe ich mal eine Sendung drüber gemacht, als ich im Englischen den Eid der Jesuiten gelesen habe. Da bin ich auf ein Papier von einem belgischen Jesuiten eingegangen, hier in Löwen, der das geschrieben hat über die Ausbildung, wie man ein Koadjutator, Novize und so weiter wird und die Ausbildung dauert da 19 oder 20 Jahre. Aber 14 Jahre Minimum. Aber dann kommen noch Spezialisierungen dazu. Auf diese Weise besteht das Paradoxon dieses Ordens seit nunmehr 400 Jahren fort. Ein Orden, der sich bemüht, intellektuell zu sein, gleichzeitig aber immer schon in der römischen Kirche und der Gesellschaft der Verfechter der striktesten Verfügung war. Wir kommen zum zweiten Kapitel, die Exerzitien. Ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, die Exerzitien von Ignatius von Loyola. Es sind auch ganze Bücher drüber geschrieben und ich glaube, ich habe sogar ein deutschsprachiges Buch auf dem Computer hier, um das irgendwann mal zu lesen, über die Exerzitien beinahe alleine. Als für Ignatius schließlich die Zeit kam, Monresa zu verlassen, also weil ja in Barcelona die Pest herrschte, konnte er seine Bestimmung nicht vorhersehen. Doch war die sein eigenes Heil betreffende Sorge nicht mehr sein Hauptanliegen in dem Moment. Denn als Missionar und nicht als bloßer Pilger machte er sich im März des Jahres 1523 auf den Weg ins Heilige Land. Ja, für die römischen Katholiken ist Jerusalem oder das heute gelegene Israel, Palästina in der Zeit, ein heiliges Land. Für einen bibelgläubigen Christen gibt es das nicht mehr, weil ich erinnere mal daran, was Martin Luther, der Zeitgenosse von Ignatius von Loyola, zu Israel sagte. Und zwar ist das Zitat wie folgt. Ich habe das hier nur in Englisch stehen und in Englisch heißt es: As far as God is concerned, Jerusalem and all the Holy Land are not one whit more or less interesting than the cows in Switzerland. Und das heißt übersetzt ins Deutsche: Soweit es Gott betrifft, ist Jerusalem und das ganze Heilige Land nicht ein Deut besser oder ein Deut mehr oder ein Deut weniger interessant als die Kühe in der Schweiz. Das kann man nachlesen in Herrscher des Bösen, also Rulers of Evil, auf Seite 30. Das ist das, was Martin Luther davon fand. Und halt Ignatius von Loyola macht sich hier im März 1523 auf den Weg in dieses, zwischen Anführungsstrichen, heilige Land. Am 1. September erreichte er nach vielen Abenteuern Jerusalem. Ja, und die Abenteuer sind hier gar nicht immer beschrieben und das ist ein bisschen schade, weil in Herrscher des Bösen geht man da mehr drauf ein und da geht es schließlich auch um einen Zwischenstopp auf Malta und einige Dinge, die ihm da bekannt gemacht werden, aufgrund der Templer-Geheimnisse, die er
erfährt auf dem Wege. Da wird hier in diesem Buch nicht drüber gesprochen, aber das ist halt ein Herrscher des Bösen. Rulers of Evil ist das drin. Jedenfalls erreichte er also am 1. September nach vielen Abenteuern Jerusalem, einzig um es kurz darauf auf Anordnung des franziskanischen Provinzialministers wieder zu verlassen, der nicht den Wunsch hatte, den wackeligen Frieden zwischen Christen und Türken durch einen ungelegenen Proselytismus gefährdet zu sehen. Also Bekehrungsvorstoß ist das. Der enttäuschte Missionar Loyola durchreiste Venedig, Genua und Barcelona. Sein Ziel, die Universität Alcala, wo er ein Theologiestudium aufnahm. Dort war es auch, wo er unter freiwilligen Zuhörern mit seiner Seelenhilfe begann. Zitat: Wie energisch er seine religiöse Methode selbst dem zarten Geschlechte gegenüber handhabte, lehrt schon der Umstand, dass Ohnmachtsanfälle in seinen Versammlungen eine regelmäßige Erscheinung bildeten. Oh, 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 da muss ich doch mal kurz kommentieren, ja? Wie energisch er seine religiöse Methode selbst dem zarten Geschlechte gegenüber handhabte, lehrt schon der Umstand, dass Ohnmachtsanfälle in seinen Versammlungen eine regelmäßige Erscheinung bildeten. Erinnert ihr euch noch an das Buch, das ich hier vorgelesen habe? Alle Wege führen nach Rom, die ökumenische Bewegung, die charismatische Bewegung. Da fallen die Leute auch ständig in Ohnmacht bei deren bei Zusammenkünften, ne? Seht ihr, wo das alles herkommt? Weil die ganze charismatische Bewegung ist im Grunde aufgebaut auf den Exerzitien von Ignatius von Loyola. Aber wir gehen mal weiter in dem Zitat hier. Man begreift, dass dies geschäftige Konventikelwesen, das ist also das sich versammeln weniger Gleichgesinnter, Aufsehen und schließlich den Argwohn der Ketzerrichter erregte. Das sind die Richter der Inquisition. Der spanischen Inquisition, und mit der gab es kein Lachen. Aber natürlich, wenn man Ignatius von Loyola heißt, dann ist, wenn man in die Fänge der Inquisition gerät, auch immer eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Man heißt ja schließlich Ignatius von Loyola. Satan hat noch größere Pläne mit dieser Person. Im April des Jahres 1527 ließ die Inquisition sogar Ignatius verhaften, um einen regelrechten Ketzerprozess gegen ihn anzustrengen. Also wenn sie gegen Ignatius von Loyola einen Ketzerprozess angestrengt hätten, wie sie das gegen die anderen Leute machten, die sie als Ketzer verunglimpften, ja, oder als Ketzer hingestellt hatten, dann wäre Ignatius von Loyola niemals der Gründer des Jesuitenordens geworden, weil dann wäre er umgebracht worden, wie die anderen Millionen und Abermillionen, die der spanischen Inquisition zum Opfer gefallen sind. Man spricht im Laufe der Zeit zwischen 12 und 1800 bei der spanischen Inquisition alleine von beinahe 50 Millionen Toten. Europaweit spricht man von bis zu 500 Millionen Toten in der Zeit. Also wenn die Inquisition hier einen regelrechten Ketzerprozess gegen ihn wirklich angestrebt hätte, sage ich, hätte, dann wäre sein Leben hier beendet gewesen. Aber durch Beziehung und solche Dinge kommt man da natürlich raus. Bei dem Verhör kamen nun nicht nur jene sonderbaren Zufälle der frommen Weiber zur Sprache, sondern auch sehr seltsame Äußerungen des Angeklagten über die wunderbare Kraft seiner Keuschheit und sehr eigentümliche Ansichten über den Unterschied zwischen Todessünde und lässlicher Sünde, die auffällig schon an die bekannten Definitionen der späteren jesuitischen Moralisten erinnern. Ende Zitat. Ja, dass es einen Unterschied gibt zwischen tödlicher Sünde und lässlicher Sünde, ist auch nur ein Unterschied, den man im Katholizismus findet. Entlassen, doch mit dem Verbot, Versammlungen abzuhalten, ne, also nach dem Motto mal eben auf die Finger getickt von Junge, Junge, lass das, hä? Also in Ordnung, aber Versammlungen, das darfst du nicht mehr machen, begab sich Ignatius nach Salamanca und begann alsbald mit den gleichen Aktivitäten. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ähnliche Verdächtigungen seitens der Inquisitoren führten zu erneuter Festnahme. Ja, was glaubt ihr denn, wie viel normalerweise die Leute festgenommen worden wären, was mit denen passierte? Könnt ihr ja mal Fox's Book of Martyrs lesen, Acts and Monuments, fantastisches Buch, um darüber Kenntnis zu erwerben. Diesmal Bedingung für eine Freilassung war, derartiges Verhalten zu unterlassen.
So kam es, dass er nach Paris reiste, um sein Studium am Kolleg Montaigu fortzusetzen. Seine Bemühungen, seine Kommilitonen entsprechend seinen merkwürdigen Methoden zu indoktrinieren, ja, brachten ihm wiederholt Ärger mit der Inquisition ein. Im Begriff, vorsichtiger zu sein, traf er sich mit nur 6 seiner Kollegiumsfreunde, von denen 2 später hoch angesehene Mitglieder sein werden. Salmeron, also Alphons Salmeron, 1515 geboren und 1585 gestorben, und Laynes, 1512 geboren und 1565 gestorben. Laynes wurde übrigens der Nachfolger von Ignatius Loyola als zweiter Jesuitengeneral. Was hatte er an sich, was einen alten Studenten für junge Menschen derart attraktiv machte? Es war sein Ideal und es war der Zauber, den er bei sich trug. Ein kleines, unscheinbares Büchlein, das trotz seines geringen Umfanges doch zu Schicksalsbüchern der Menschheit gehört, unzählige Male gedruckt und über 400 Mal kommentiert worden ist, das Grundbuch des Jesuitismus und zugleich der Ertrag der langen inneren Entwicklung seines Meisters, die geistlichen Exerzitien. Böhmer schreibt an späterer Stelle, Zitat: Ignaz hat klarer als irgendein Seelenführer, also ein Guru im Grunde, vor ihm erkannt, dass es dann am ehesten gelingt, einen Menschen nach einem bestimmten Ideale zu bilden und dauernd bei demselben festzuhalten, wenn man es versteht, seiner Fantasie sich zu bemächtigen. Man bringt dann Geister in ihn hinein, die er schwer wieder abschütteln kann. Das heißt, man sorgt für Dämonenbesessenheit, Geister, die länger leben als alle Grundsätze und gute Lehren, auch ungerufen aus verborgenen Seelentiefen, oft nach langen Jahren wieder emporsteigen und stets dem Willen so mächtig gegenübertreten, dass er meist ohne weiteres alle entstehenden Motive und Verstandeserwägungen über den Haufen wirft, um ungeteilt ihrem unwiderstehlichen Impuls zu folgen. Ende Zitat. Das ist eine Erklärung des mandschurischen Kandidaten. Beschäftigt euch mal ein wenig mit den Themen wie zum Beispiel MK Ultra und CIA Manchurian Candidate, also der mandschurische Kandidat. Gibt es übrigens auch einen Film von, einen Hollywood-Film, schon ein paar Jahre alt, ich glaube mit Denzel Washington in der Hauptrolle, über den mandschurischen Kandidaten. Das sind Leute, die durch Schizophrenie zum Beispiel auf einmal Dinge tun, die sie sonst niemals tun würden. Und das gibt's einerseits durch Schizophrenie und das gibt's andererseits eben auch durch von Dämonen besessen zu werden. Eben von gefallenen Engeln, die Helfershelfer des Satan. Somit müssen alle Wahrheiten, da steht hier schön zwischen Anführungsstrichen, des katholischen Dogmas nicht nur vermittelt, sondern durch denjenigen, der sich diesen Übungen oder Exerzitien verschreibt, mit Hilfe eines Leiters gelebt und gespürt werden. Mit anderen Worten, er muss das Geheimnis mit der größtmöglichen Intensität begreifen und durchleben. Die Empfindsamkeit des Kandidaten wird imprägniert mit diesen Kräften, deren Fortbestehen in seinem Bewusstsein und weit mehr noch in seinem Unterbewusstsein so stark sein wird, wie die Anstrengung, die er unternommen hat, um diese Kräfte zu aktivieren und zu integrieren. Abgesehen von der Rolle, die die anderen Wahrnehmungen wie Hören, Riechen, Schmecken und Tasten spielen. Kurzum, es ist nichts anderes als kontrollierte Autosuggestion. Die Rebellion der Engel, Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben. Ja, wahrscheinlich muss ich den die. Ja? Die Rebellion der Engel, die Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben. Gottes Gericht, die Schauplätze und Phasen des Leidens Christi werden sozusagen vor dem Kandidaten noch einmal erlebt. Das ist also eine Vision, wie wenn man das alles so sieht und nicht nur sie vor den Augen sieht, sondern als ob man sich wirklich vorstellt, dass man da wirklich bei ist. Ihr müsst euch das vorstellen, wie in diesen Welten von, da gibt es auch dieses Computerspiel da, Second Life, ne, das zweite Leben, wo man sich da in so ein künstliches zweites Leben damit reinsetzt. Und man begibt sich da rein und dann ist das aus der Ich-Position, wie in der künstlichen Intelligenz, wenn man das ja auch macht, wenn man da so in der dritten Person da auf einmal drinsteht, als ob man selber Teil dieser Sache ist.
Die Rebellion der Engel, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, Gottes Gericht, die Schauplätze und Phase des Leidens Christi, alles wird vor dem Kandidaten abgespielt, wie ein Film, in dem ich in dem Augenblick selber bin. Da geht es im Grunde drum. So tief ist die Einflussnahme, so tief gehen diese geistigen Exerzitien. Kann man sich als normal denkender Mensch und bibelchristlicher, bibelgläubiger Christ sowieso nicht richtig vorstellen. Ist auch gut so, muss man auch gar nicht. Man muss es nur verstehen, dass es eben Leute gibt, die dafür empfangbar sind, ja, empfänglich sind und die so ausgebildet werden. Die ganze Ausbildung, wir haben gerade gelesen, 14 Jahre dauert die Ausbildung an den Jesuiten. Ich habe gesagt, noch ein bisschen länger kann die Ausbildung an die Jesuiten sogar dauern. Die ganzen Jahre durch werden die Leute trainiert mit diesen geistigen Exerzitien. Wenn du da rauskommst, dann bist du sowas von Gehirn gewaschen, dann hast du kein Gehirn mehr, da hast du nur noch Brei. Und in dem Brei ist nur noch das drin, was sie dir die ganzen Jahre eingetrichtert, indoktriniert haben. Und deswegen bist du auch, genau wie es in dem Eid der Jesuiten steht, mit Kadavergehorsam ausgerüstet zum Schluss. Aber gut, lesen wir eben weiter. Ich will ja jetzt hier zu weit abweichen. Ich lese den Satz nochmal, dass wir ein bisschen reinkommen, dass wir das verstehen. Aber ich hoffe, dass ihr meine Erklärung ein kleines bisschen verstanden habt. Die Rebellion der Engel, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, Gottes Gericht, die Schauplätze und Phasen des Leidens Christi, werden sozusagen vor dem Kandidaten noch einmal erlebt. Angenehme und wunderschöne Szenen wechseln mit den düstersten in einem geschickt arrangierten Rhythmus. Es muss nicht gesagt werden, dass die Hölle die vorrangige Rolle in jener Laterna Magica-Schau spielt, mit ihrem Feuersee, in den die Verdammten geworfen werden, dem furchtbaren Chor der Schreie, dem fürchterlichen Gestank von Schwefel und brennendem Fleisch. Dennoch ist immer Christus da, um den Seher am Leben zu erhalten, der nicht weiß, wie er ihm dafür danken soll, dass Christus ihn noch nicht in die Hölle geworfen hat, um ihn für seine bisherigen Sünden, zu bezahlen. Wir haben kurz eben gelesen hier von Laterna Magica-Schau, Zauberbilderschau. Die Laterna Magica ist eine jesuitische Erfindung und der Vorläufer der Kamera. Deswegen spreche ich immer bei Filmen und solchen Sachen, wenn man Fernsehen schaut, Filme schaut, von jesuitischem Ratio Studiorum. Die Laterna Magica ist eine Erfindung der Jesuiten. Die Kamera ist eine Erfindung der Jesuiten. Das Fernsehen ist eine Erfindung der Jesuiten. Und das ist alles zum Indoktrinieren, das ist alles zum Gehirnwaschen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber deswegen die wichtige, kleine, ganz kleine Bemerkung hier, der Laterna Magica. Lesen wir, was Edgar Quinet schrieb. Zitat. Aber nicht allein diese Geschichte, nicht allein diese Gesichte, also Visionen, sind also vorgeschrieben. Was man niemals vermuten würde, selbst die Seufzer sind aufgezeichnet. Das Einatmen und Ausatmen ist bestimmt. Die Pausen, die Zwischenräume des Schweigens sind zum Voraus wie in einem Musikbuche angegeben. Sie würden mir's nicht glauben, ich muss es wörtlich aufführen. Dritte Art zu beten, indem man sich auf gewisse Weise die Worte und die Zeit des Stillschweigens misst. Dieses Mittel besteht darin, zwischen jedem Hauche, zwischen jedem Atemzuge einige Wörter auszulassen. Und etwas weiter unten, man bemerke wohl die gleichen Zwischenräume zwischen dem Atmen und dem Unterdrücken der Stimme mit den Worten et paria anheliticum ac vucum interstitia observet. Und das heißt, und achte auf gleiche Abstände zwischen dem Luftholen. Das heißt, dass der Mensch, sei er begeistert oder nicht, nichts mehr ist als eine Seufz- und Schluchzmaschine, die eben zum bestimmten Augenblicke und in der Ordnung, welche die Erfahrung als die nützlichste erwiesen hat, seufzen, weinen, schreien, ersticken muss. Ende Zitat. Also, es geht nicht nur darum, dass irgendwelche Visionen hier hervorgebracht eingegeben werden, dass man sich in Visionen reinleben muss, durch diese ganze Indoktrination. Nein, da gehört auch noch zu, dass man dann auf die bestimmte Art und Weise atmen muss und alles drum und dran. Und das ist die totale Hingabe
zu einem Dämon. Die Übergabe an dämonische Gedankengüter. Man kann sich vorstellen, dass der Kandidat nach 4 dieser intensiven Übungen gewidmeten Wochen, also dass der Kandidat nach 4 dieser intensiven Übungen gewidmeten Wochen mit einem Leiter als seiner einzigen Gesellschaft reif ist für die anschließende Ausbildung und Brechung. Ja, ich würde sagen, er ist reif für die Insel. Wenn man das 4 Wochen am Stück mitmacht, dann ist man wirklich klar, um gebrochen zu werden, um den Kadavergehorsam später entwickeln zu können. Nun lesen wir, was Kinnitt hinsichtlich des Schöpfers einer solchen halluzinogenen Methode zu sagen hat. Zitat: Wissen Sie, was ihn von allen Asketen der Vergangenheit aufzeichnet? Dass er sich kaltblütig, logisch beobachten konnte. Dass er sich in diesem Zustande der Entzückung, der bei allen anderen selbst die Idee der Reflexion ausschließt, ins Einzelne zersetzen konnte. Indem er seinen Schülern Taten, die bei ihm selbstständig hervorgegangen sind, als Operationen aufdringt, sind ihm 30 Tage hinlänglich, um durch diese Methode den Willen und den Verstand zu brechen, etwa wie ein Reiter, welcher sein Pferd zügelt. Er verlangt nur 30 Tage. Triginta dies, 30 Tage. 30 Tage, Triginta dies, um eine Seele zu bändigen. Bemerken Sie in der Tat, dass sich der Jesuitismus zu der nämlichen Zeit entwickelt, wie die moderne Inquisition. Während diese den Körper verrenkte, verrenkten die geistlichen Umübungen, die Spiritual Exercises, die spirituellen Übungen, die spirituellen Exerzitien, den Gedanken unter der Maschine Loyolas. Ende Zitat. Jedenfalls kann man Loyolas spirituelles Leben nicht gründlich genug erforschen, auch ohne die Ehre, Jesuit zu sein. Seine Methoden sollen den Gläubigen und insbesondere den Geistlichen empfohlen werden, wie von Kommentatoren wie H.W.P. Pinard de la Boulaye, Autor von L'Oraison mentale à la portée de tous, zu Deutsch innerliches Gebet für alle, erinnert werden. Inspiriert durch Sankt Ignatius würde diese sehr wertvolle Hilfe für die Seele, so denken wir, weitaus deutlicher, hieße der Titel, wahnsinnig werden statt innerliches Gebet. Schöner Abschluss der geistigen Exerzitien. Aber wir kommen jetzt schon zu Kapitel 3, die Gründung der Kompanie. Die Gesellschaft Jesu wurde zu Maria Himmelfahrt im Jahre 1534 in der Dionysiuskapelle zu Montmartre gegründet. Da bin ich ja ein Herrscher des Bösen drauf eingegangen, dass sie in der Dionysiuskapelle von Montmartre, also Saint-Denis, und in Notre-Dame, glaube ich, in den beiden Kirchen, da 1534 gewesen sind. Das kommt in Herrscher des Bösen vor und das habe ich in meinen Vorlesungen da deutlich besprochen. Ignatius war damals 44 Jahre alt. Nach der Kommunion gelobten der Sozialarbeiter und seine Gefährten, sobald das Studium zu Ende sein würde, ins Heilige Land zu gehen, um die Ungläubigen zu bekehren. Doch fanden sie sich im darauffolgenden Jahr in Rom ein, wo der Papst, der zu jener Zeit mit dem deutschen Kaiser und der Republik Venedig gerade einen Kreuzzug gegen die Türken organisierte, ihnen darlegte, wie undurchführbar ihr Projekt in diesem Zusammenhange sei. Also widmeten sich Ignatius und seine Begleiter der Missionsarbeit in christlichen Ländern. In Venedig weckte sein Apostolat ein weiteres Mal das Misstrauen der Inquisition. Schließlich wurde er im Jahr 1540 in Rom durch Paul III. Die Satzung der Societas Jesu entworfen und angenommen, und die Jesuiten stellten sich dem Papst zur Verfügung mit dem Versprechen des bedingungslosen Gehorsams. Katechese, Beichte, Predigt und gemeinnützige Arbeit waren die Betätigungsfelder dieses neuen Ordens, doch Auslandseinsätze waren nicht ausgenommen, da Franz Xaver und seine zwei Gefährten Lissabon verließen, um sich aufzumachen und den fernen Osten zu missionieren. Im Jahre 1546 bekam ihre Karriere eine politische Seite, und als der Papst Laines und Salmeron dazu bestimmte, ihn auf dem Tridentium, also dem Konzil von Trient, in der Eigenschaft päpstlicher Theologen
zu vertreten. Böhmer schreibt, Zitat, als Kompanie des Papstes war mithin der Orden nur zeitweilig tätig. Aber er entledigte sich seiner Aufgaben immer so prompt und geschickt, dass er schon unter Paul III. Völlig in diesem seinen selbstgewählten Beruf hineinwuchs. Schon unter Paul III. Hatte er das Vertrauen der Kurie für immer gewonnen. Ende Zitat. Dieses Vertrauen war völlig gerechtfertigt. Die Jesuiten und Leines im Besonderen wurden gemeinsam mit ihrem treuen Freund Kardinal Morone die raffinierten und unermüdlichen Verfechter der päpstlichen Autorität und Ungreifbarkeit des Dogmas während der drei Sitzungen jenes im Jahre 1563 endenden Konzils, das Konzil von Trient. Durch ihre cleveren Manöver und Gesprächsführungskünste erreichten sie es, den Gegner und alle ketzerischen Forderungen, einschließlich Priesterehe, Kommunion mit den zwei Elementen, also Brot und Wein, Gebrauch der Umgangssprache in Gottesdiensten und vor allem Reform des Papsttums zu besiegen. Einzig die Reform der Nonnenklöster wurde auf der Tagesordnung belassen. Leines selbst hielt mit einem energischen Gegenangriff die Unfehlbarkeit des Pontifex aufrecht, die drei Jahrhunderte später vom Vatikanischen Konzil 1870 verkündet wurde. Der Heilige Stuhl ging aus der Krise, in der er beinahe scheiterte, gestärkt hervor, dank des zuverlässigen Handelns der Jesuiten. Die von Paul III. Festgelegten Termini, um diesen neuen Orden in seiner Bestätigungsbulle zu definieren, waren damals vollauf gerechtfertigt. Regimini Ecclesia Militantis, kämpferische Leitung der Kirche, die Kirche im Krieg. Der Name der Bulle der Gründung des Jesuitenordens 1540 durch Papst Paul III. Und wie hier ganz deutlich wurde, haben die Jesuiten das Konzil von Trient gegründet und komplett an sich gerissen und ihre Forderungen sind diejenigen, die daraus rausgekommen sind. Und am Ende des Konzils von Trient wurden die Protestanten 125 Mal verdammt. Es sind 125 Anathemas, Verdammungen ausgesprochen, in diesem Konzil von Trient. Und die sind übrigens heute immer noch gültig. Ja? Das Konzil von Trient ist so wichtig, das sollte man sicher nie vergessen. Nun, der Kampfgeist bildete sich mit der Zeit immer mehr heraus, da sich neben den Auslandsmissionen die Aktivitäten der Söhne Loyolas auf die Seelen der Menschen vor allem unter der herrschenden Klasse konzentrierten. Ihr wichtigstes Betätigungsfeld ist die Politik. Aha, also hier wieder haben wir eine Bestätigung, dass der Vatikan an der ersten Stelle sich in der Politik beschäftigt. Nicht nur in der Kirche, sondern in der Politik. Ihr wichtigstes Bestätigungsfeld ist die Politik, da sich alle Anstrengungen dieser Leitung auf ein Ziel konzentrieren. Die Unterordnung der Welt unter das Papsttum und um dies zu erreichen, müssen zuerst die Köpfe erobert werden. Und um dieses Ideal zu verwirklichen, zwei ganz wichtige Waffen. Für die Mächtigen und die in hohen Positionen der Beichtvater sein und für ihre Kinder das Erziehungs- und Bildungswesen. Auf diese Weise wird gleichzeitig die Gegenwart gesichert und die Zukunft vorbereitet. Wie hatte das ein berühmter deutscher Diktator mal genannt? Gebt mir die Kinder von heute und ich gebe euch eine Jugend, die ihr nicht mehr erkennen werdet. Dem Heiligen Stuhl wurde die Stärke bald bewusst, dass dieser neue Orden mit sich bringen würde. Zunächst hielt man die Zahl seiner Mitglieder auf 60 begrenzt, doch diese Beschränkung wurde umgehend aufgehoben. Als Ignatius im Jahre 1556 starb, wirkten seine Söhne gerade unter den Heiden in Indien, China, Japan, der neuen Welt, also Amerika, aber auch und vor allem in Europa. Frankreich, Süd- und Westdeutschland, wo sie die Ketzerei bekämpften, in Spanien, Portugal, Italien und sogar England, in das sie über Irland kamen.
Ihre wechselvolle Geschichte wird die eines römischen Netzes sein, das Sie stetig versuchen werden, über die Welt zu legen, dessen Verknüpfung ewig zerrissen und geflickt werden. Dessen Verknüpfungen, ja. Sie kamen nach England über Irland. Und das ist zu danken an den Einfluss der Carroll-Familie. Die Carroll-Familie, die mit John Carroll und wir haben da ja noch zwei Brüder, die wir kennengelernt haben bei Herrscher des Bösen. Ne, die drei Brüder, Daniel, Charles und John, die wichtig waren für die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Familie hat vorher schon als Söldnerfamilie gearbeitet für das Papsttum in Irland und sind dann halt über Irland auch nach England eingedrungen. Wir kommen zu Kapitel 4 im Abschnitt 1, der Geist des Ordens. Wir sollten nicht vergessen, schreibt der Jesuit Roquette, dass historisch gesehen der Ultramontranismus, also der strenge papstgesinnte Katholizismus, bis heute die praktische Bestätigung des Universalismus gewesen ist. Dieser notwendige Universalismus wäre ein leeres Wort, würde er nicht in einen praktischen Zusammenhang oder Gehorsam des Christentums münden. Dieses war der Grund, weshalb Ignatius wollte, dass seine Mannen dem Papst zur Verfügung stehen und Verfechter der katholischen Einheit sein sollten. Einheit, die nur durch erfolgreiche Unterordnung unter den Statthalter Christi sichergestellt werden kann. Ende Zitat. Nun, da muss man natürlich eben ein paar Dinge berücksichtigen, wenn man das hier gerade liest. Also erstens mal geht es hier, es würde nicht in den praktischen Zusammenhang oder Gehorsam des Christentums münden. Christentum muss man hier ersetzen durch Katholizismus zum Ersten. Und zum Zweiten muss man hier ganz klar drin verstehen, dass der Jesuit den Statthalter Christi nicht nur den weißen Papst anerkennt, sondern dass er vor allen Dingen den schwarzen Papst, den General der Jesuiten, auch als Statthalter Christi auf Erden anerkennen muss. In der Ausbildung, in diesem einen Buch von Ignatius, nicht in den Exerzitien, aber ich glaube in den Verfassungsstatuten der Jesuiten, kommt das 500 Mal vor, dass der General der Jesuiten zu sehen ist als Statthalter Christi auf Erden, Vicarius Filii Dei, derselbe Titel, der dem weißen Papst gehört, will ich jetzt mal sagen, den er sich aneignet, ne? Als Statthalter Christus auf Erden. Gut, ein weiteres Zitat. Die Jesuiten wollten diesen monarchischen Absolutismus, also dieser uneingeschränkte oder unbeschränkte Herrschaftsanspruch, das ist der Ultramontranismus übrigens, in der römischen Kirche durchsetzen und sie behielten ihn in der bürgerlichen Gesellschaft bei, da sie die Herrscher als weltliche Repräsentanten des Heiligen Vaters, des wahren Hauptes des Christentums anzusehen hatten. Solange jene Monarchen ihrem gemeinsamen Herrn gegenüber völlig unterwürfig waren, waren die Jesuiten deren treueste Unterstützer. Wenn andernfalls diese Fürsten rebellierten, fanden sie in den Jesuiten ihre ärgsten Feinde. So, da hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal woanders drüber drin gelesen, über die Einschrift, die wir auch im Eid der Jesuiten nochmal lernen werden, INRI, ja, INRI, und da gehe ich dann gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, ich kann das jetzt im Augenblick hier im Deutschen nicht finden, das ist ein bisschen merkwürdig, aber da geht es um Justrum Neca Reges Impius. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hingeschrieben habe. Und dieses, das bedeutet ja das INRI, das so gesagt über dem Kreuz Jesu in den ganzen katholischen Kirchen immer steht, ist, heißt ja nicht das, was sie euch erklären, Jesus von Nazareth, König der Juden, sondern das heißt, es ist rechtens, um abgefallene, heretische oder ketzerische Könige, Prinzen, Regierungen auszulöschen und oder zu töten. Ne? Das heißt im Grunde das Justrum Neca Reges Impius. Das werden wir dann auch besser lernen und verstehen, wenn ich den Eid der Jesuiten habe. Und ich finde jetzt im Augenblick den Platz nicht, wo ich das im Deutschen übersetzt schon mal eben hatte. Aber eben deswegen ist das ganz wichtig, das zu verstehen hier.
das wir ja gerade eben gelesen haben, dass wenn andernfalls diese Fürsten rebellierten, fanden sie in den Jesuiten ihre ärgsten Feinde, eben weil die sich an das halten, was in ihrem Eid drinsteht. Iustrum neca reges impius, INRI. Ja. In Europa wusste die Kurie, dass sie, wo auch immer es Roms Interessen erforderlich machten, dass sich das Volk gegen seinen König erhebt, oder wenn diese weltlichen Fürsten für die Kirche unangenehme Entscheidungen getroffen hatten, fähigere, raffiniertere oder wagemutigere außerhalb der Gesellschaft Jesu nicht finden würde, zum Zweck der Intrige, Propaganda oder gar offenen Rebellion. An dem Geist der Übungen haben wir gesehen, wie der Gründer dieser Kompanie in seiner allzu simplen Wundergläubigkeit, Kirchenzucht und seiner Vorstellung von Unterordnung im Allgemeinen hinter seiner Zeit zurück war. Die Satzungen und Übungen, Grundlagen dieses Systems, lassen uns diesbezüglich nicht im Zweifel. Was immer seine Schüler sagen würden, gerade heute, wo die modernen Auffassungen zu diesem Thema völlig auseinandergehen, nimmt Gehorsam einen ganz besonderen Platz ein, genau genommen den zweifellos ersten, fasst man die Ordensregeln einmal zusammen. Folliot mag behaupten, darin nichts weiter als religiösen, für jede Kongregation notwendigen Gehorsam zu sehen. P. Rouquette schreibt kühn, Zitat: Weit entfernt von einer Einigung, von einer einen Weit entfernt von einer Einigung des Menschen, also Tippfehler hier, Entschuldigung, da muss ich drüber lesen hier. Weit entfernt von einer Einigung des Menschen ist dieser intelligente und bereitwillige Gehorsam Freiheit in ihrer höchsten Form. Eine Befreiung von den eigenen Fesseln. Man muss nur jene Texte lesen, um das extreme, wenn nicht sogar widerwärtige Wesen dieser den Jesuiten auferlegten Unterordnung von Seele und Geist zu erkennen, der sie zu stets willigen Instrumenten unter der Kontrolle ihrer oberen Machenden und noch viel mehr von den frühesten Anfängen des Ordens an zu den natürlichen Feinden jeglicher Art von Freiheit machen. Das berühmte Perinde ac cadaver, also wie eine Leiche, der Kadavergehorsam, kann laut Fourier in sämtlicher spiritueller Literatur und sogar im Osten in der Verfassung der Assassinen, eine einst von den schiitischen Ismailiten abgespaltenen Geheimbundes, der seine Ziele auch in Mordanschlägen durchzusetzen suchte, daher kommen die Assassins, ja, die Assassinen, die übrigens auch den Gebrauch von Haschisch und so weiter eingeführt hatten. Aber das geht zu weit, um das jetzt noch zu erklären. Also muss ich den Satz hier nochmal eben anfangen, dass wir den Zusammenhang sehen. Die Assassinen sind halt von den Ismailiten ein abgespaltener Geheimbund. Und dieser Geheimbund hat übrigens den Tempelrittern damals sehr viele Kenntnisse, mystische Kenntnisse vermittelt. Das nur mal eben am Rande. Aber gehen wir nochmal eben an Anfang des Satzes hier zurück. Das berühmte Perinde ac cadaver kann laut Fourier in sämtlicher spiritueller Literatur und sogar im Osten in der Verfassung der Assassinen gefunden werden. Die Jesuiten sollen als ein jedem Impuls gehorchendes Personal, als Wachskugel, die in jede Richtung geformt und geweitet werden kann, als kleines, nach Belieben gehobenes und bewegtes Kruzifix unter der Kontrolle ihrer Oberen sein. Nichtsdestoweniger sind diese hübschen Formulierungen sehr aufschlussreich. Anmerkungen und Erklärungen vom Schöpfer dieses Ordens lassen uns ohne jeden Zweifel über ihre wahre Bedeutung. Überdies müssen unter den Jesuiten nicht nur der Wille, sondern auch das logische Denken und sogar moralische Bedenken der ureigenen Tugend des Gehorsams, der laut Borgia der stärkste Schutzwall der Gesellschaft ist, geopfert werden. Zitat: Lasst uns überzeugt sein, dass alles gut und richtig ist, wenn der Obere es befiehlt, schrieb Loyola. Und nochmals: Selbst wenn euch Gott ein Tier ohne Verstand als Meister gäbe, werdet ihr nicht zögern, ihm als Meister und Führer zu gehorchen, weil Gott es so verfügt hat. Und noch etwas Besseres: Der Jesuit hat in seinem Oberen keinen fehlbaren Menschen, sondern Christus selbst zu sehen, wie ich vorhin schon mal erwähnte. Ja?
J. Huber, Johann Nepomuk Huber, ein Philosoph und theologischer Schriftsteller, der 1879 verstorben ist, Professor für katholische Theologie in München und Verfasser eines der bedeutendsten Werke über die Jesuiten, schrieb, Zitat, wie man bemerkt haben will, kommen die Konstitutionen, Satzungen, Verfassung, wohl 500 Mal darauf zurück, dass man im General Christus sehen müsse. Genau wie ich vor ein paar Minuten schon mal sagte. In den Satzungen der Konstitution der Jesuiten kommt das vor. 500 Mal. Die derart oft als jener der Armee ähnlich angesehene Disziplin des Ordens ist also nichts mit der ist also mit nichts in der Realität vergleichbar. Ach, was ist das denn für ein Satz hier? Die derart oft als jener der Armee ähnlich angesehene Disziplin des Ordens ist also nichts mit der Realität Vergleichbares. Das finde ich einen ganz blöden Satz, wie das hier steht. Zitat, der militärische Gehorsam deckt sich mit dem jesuitischen noch nicht. Der letztere ist viel umfassender, denn er nimmt immer und ungeteilt den ganzen Menschen in Anspruch und fordert dann nicht bloß wie der erstere nur die äußere Tat, sondern auch das Opfer des Willens und die Suspension, also die Ausschaltung des eigenen Urteils. Ende Zitat. Ignatius selbst schrieb in seinem Brief an die portugiesischen Jesuiten, Zitat, und wenn die Kirche, was unserem Auge weiß erscheint, als schwarz definiert, so sind wir verpflichtet, es für schwarz zu erklären. Ende Zitat. Solcher Art sind die einst von P. Rouquette gepriesene Freiheit in ihrer höchsten Form und die Befreiung von den eigenen Fesseln. In der Tat ist der Jesuit wirklich von sich befreit, da er völlig seinen Meistern unterworfen ist. Jeglicher Zweifel, jeglicher Skrupel würde ihm als Sünde unterstellt. Bei Böhmer ist zu lesen, Zitat, in den Ergänzungen zu den Satzungen werden die Oberen angewiesen, die Novizen, so wie es Gott mit Abraham tat, anzuweisen, offensichtlich Kriminelles unter Beweis zu stellen. Doch habe man die Versuchungen, einander der Stärke des jeweils anderen anzupassen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was die Folgen einer solchen Erziehung sein könnten. Ende Zitat. Das von Höhen und Tiefen geprägte Leben des Ordens. Es gab nicht ein Land, aus dem er nicht ausgewiesen wurde, der Orden der Jesuiten, zeugt davon, dass diese Gefahren von allen Regierungen, sogar den katholischsten, erkannt wurden. Durch die Einbindung derart blind ihrer Sache hingegebener Männer in die Katechese unter den höheren Schichten wurde die Kompanie Verfechter des Universalismus, Katholizismus, deshalb Ultramontanismus, unweigerlich als Bedrohung der weltlichen Obrigkeit angesehen, da sich die Tätigkeit des Ordens einfach durch die Tatsache seiner Berufung mehr und mehr der Politik zuwandte. Parallel dazu entwickelte sich unter seinen Mitgliedern das, was wir den jesuitischen Geist nennen. Nichtsdestotrotz vernachlässigte der von den Bedürfnissen der In- und Auslandsmissionen erfüllte Gründer nie die Geschicklichkeit. Er schrieb in seinen Sententiate Ascetiacae, Zitat, eine kluge Achtsamkeit zusammen mit einer mittelmäßigen Keuschheit ist besser als eine größere Heiligkeit gepaart mit einer weniger vollkommenen Geschicklichkeit. Ein guter Seelenjäger muss vieles übersehen, als verstände er es nicht. Ist er aber einmal Herr des Willens geworden, dann kann er den Lehrling der Tugend leiten, wohin er nur immer will. Die Menschen werden durch zeitweiliges Interesse ganz aufgesogen, so dass wir mit ihnen nicht zu deutlich über ihre Seelen sprechen müssen. Es wäre Mäuse fangen ohne Speck. Ende Zitat. Selbst die gewünschte Haltung der Söhne Loyolas wurde eindeutig festgelegt. Zitat, man hat den Kopf leicht gesenkt zu halten, ohne ihn nach links oder rechts zu neigen. Man hat nicht aufzuschauen, und wenn man mit jemandem spricht, soll man ihm nicht geradewegs in die Augen sehen, gleichsam, um ihn indirekt zu sehen. Ende Zitat. Aus Pierre Dominique, die Politik der Jesuiten. Loyolas Amtsnachfolger behielten diese Lehre gut in Erinnerung und wandten sie ausführlich in der Verfolgung ihrer Pläne an. Und so ist es heute auch noch. So, und ich bin mir bewusst, dass wir schon etwas über eine Stunde sind, aber ich kann es nicht helfen. Der
Abschnitt 1, Kapitel 5, das muss ich jetzt fertig machen. Und ich kann euch anraten, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen müde seid vom Zuhören, wo wir hier über die Jesuiten mehr oder weniger so viele Dinge besprochen haben, wie ihr vielleicht noch nie in einem Video zusammen gehört habt. Das letzte Stück, die Privilegien der Kompanie, Kapitel 5 des Abschnitt 1, ist unglaublich wichtig. Also spitzt bitte eure Ohren. Nach 1558 wurde Laines, der raffinierte Taktiker des Tridentiums, also ja, da geht es um das Konzil von Trient, zum General der Kongregation, erhoben mit der Befugnis, der eigenen Inspiration folgend, den Orden zu organisieren. Mit anderen Worten, carte blanche, er kriegt totale Freiheit, Verwaltungsfreiheit. Die Erklärungen, die er mit Salmeron eigenhändig verfasste, wurden den Satzungen beigefügt, also der Verfassung der Jesuiten, um einen Kommentar zu bilden. Jene betonten den Despotismus des auf Lebenszeit gewählten Generals noch mehr. Ein Admonitor, das ist im Grunde ein Berater hinsichtlich des Gewissens des Generals, ein Prokurator, ein Verhandlungsbeauftragter des Generals in Gesellschaftsangelegenheiten und bei Dingen, unter anderem bei Dingen des Heiligen Stuhls, und Assistenten, das sind Repräsentanten der fünf Nationen, die ebenfalls alle in Rom residieren, helfen ihm im Allgemeinen, den damals in fünf Assistenzen, also Provinzenzusammenfassungen, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, England und Amerika unterteilten Orden zu verwalten. Nun, wenn wir jetzt eben aufzählen, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, England, Amerika sind sechs und es geht hier um fünf Assistenzen. Also ich gehe davon aus, dass irgendwo zweimal zusammengefasst wurden und dass wir deswegen über fünf sprechen. Aber wir sprechen hier über sechs Länder, die Assistenzen Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, England und Amerika. In Amerika haben sie ganz sicher einen eigenen, weil die Jesuiten in Amerika sind ja immer sehr eigen gewesen. Die haben ja schließlich dafür gesorgt, dass sie das Land überhaupt erst gegründet hatten, ne? Also die Nation, 1776. Aber fahren wir weiter fort, weil es ist wirklich super, super wichtig, dieses alles gut zu verstehen hier. Diese Assistenzen waren ihrerseits in die verschiedenen Gemeinschaften des Ordens zusammenfassende Provinzen unterteilt. Lediglich Admonitor oder Gewissensrat und Assistenten werden von der Generalkongregation gewählt. Der General ernennt alle anderen Amtsträger, gibt die Verordnungen bekannt, die nicht in den Konstitutionen verändert werden sollen, verwaltet nach seinem eigenen Wünschen das Vermögen des Ordens und leitet dessen Aktivitäten, für die er allein dem Papst gegenüber verantwortlich ist. Das steht hier noch. Inwieweit er tatsächlich dem Papst gegenüber verantwortlich ist, oder besser gesagt, er den weißen Papst, über den wir hier sprechen, in der Tasche hat, da kommen wir später noch zu. Dieser derart fest unter der Kontrolle ihres Oberhaupts stehenden Miliz, die die größte Autonomie benötigt, um ihre Aktionen effektiv zu gestalten, räumt der Papst Privilegien ein, die anderen Orden exorbitant vorkommen dürften. Durch ihre Konstitutionen waren die Jesuiten von der Klosterregel, die das Mönchsleben ganz allgemein betraf, ausgenommen. Tatsächlich waren sie in der Welt lebende Mönche, und äußerlich unterschied sie nichts vom Weltklerus. Doch im Gegensatz zu jenem und anderen religiösen Kongregationen sind sie nicht, ich wiederhole, nicht der Autorität des Bischofs unterworfen. Bereits im Jahre 1545 ermächtigte sie eine Bulle Pauls III. Zu predigen, Beichte zu hören, die Kommunion auszuteilen und die Messe zu lesen, also den Eucharist zu organisieren, die Eucharistie zu organisieren, die Hostie auszuteilen und die Messe zu lesen. Kurzum, ihr gesamtes geistliches Amt auszuüben, ohne den Bischof konsultieren zu müssen. Trauungen sind das Einzige, was ihnen durchzuführen nicht gestattet ist. Sie haben die Befugnis, die Absolution, also die Lossprechung von Sünden, zu erteilen, Gelübde gegen andere leichter einzuhaltende einzutauschen oder sie sogar aufzulösen. Gaston Belli schreibt hier, Zitat, die Befugnis des Generals hinsichtlich Absolution und Befreiungen reicht noch weiter. Er kann alle über die Mitglieder vor oder nach deren Eintritt in den Orden verhängten Strafen aufheben.
sie von ihren sämtlichen Sünden, sogar der Sünde der Ketzerei und Kirchenspaltung, Fälschung der apostolischen Schriften etc. lossprechen. Der General spricht all jene, die in seiner Obedienz sind, also die ihm gehorsam sind, in seiner Gehorsamspflicht ihm gegenüber sind. Der General spricht all jene, die in seiner Obedienz sind, persönlich oder durch einen Delegaten von dem Unglückseligen aus der Exkommunikation, Suspension oder dem Interdikt erwachsenen Zustande frei. Vorausgesetzt, diese Missbilligungen wurden nicht für Exzesse erteilt, die derart ungeheuerlich waren, dass andere, außer der päpstlichen Bußbehörde, davon wussten. Er spricht auch frei aus Bigamie hervorgehender Unrechtmäßigkeit, anderen zugefügten Verletzungen wie Mord, Attentaten und so weiter, solange diese schändlichen Taten nicht öffentlich bekannt und Ursache für einen Skandal waren. Ende Zitat. Und da muss man natürlich nochmal zufügen, dass diese ganzen Taten, Verletzungen, Mord, Attentat und so weiter, natürlich gut geheißen werden innerhalb des Ordens der Jesuiten, weil wenn man deren Eid liest, dann heißt es ja, Hauptsache, das passiert alles, solange es das Ziel heiligt die Mittel. The end justifies the means. Solange die Kirche am Ende der Gewinner dieser Aktion ist, dann sind alle Mittel recht. Und deswegen werden sie hier auch freigesprochen von ihrem General, von Bigamie, Verletzungen, Mord, Attentaten und so weiter. Solange diese schändlichen Taten nicht öffentlich bekannt und Ursache für einen Skandal waren, ja, da gibt es aber ein paar Ausnahmen drüber, da müsst ihr mal meine Lesung von Behind the Door verfolgen, wo es um die, ich glaube in Teil 3 ist das, wo es um die ermordeten amerikanischen Präsidenten geht. Da gab es sogar mal einen, dem sein Attentat fehlgeschlagen war und der damit geprahlt hat von, ja, ich habe ja Hilfe aus Europa, wenn es fehlschlägt und die werden mir schon helfen. Und das haben sie auch tatsächlich getan. Also obwohl diese Taten in diesem Fall öffentlich bekannt waren, wurde dem vergeben und vor allen Dingen wurde ihm geholfen. Ja? Aber man muss sich mal vorstellen, was sich der General der Jesuiten hier für eine Macht aneignet innerhalb des Ordens. Nun schließlich verlieh Gregor der 13. der Societas Jesu das Recht, sich in Handel und Bankgeschäften zu betätigen, ein Recht, von dem sie später ausgiebig Gebrauch machte. Und das ist genau das, was wir heute auch noch haben. Handel und Bankgeschäfte. Durch die verschiedenen Ritterorden, vor allen Dingen die Malteserritter, SMOM, der souveräne Militärorden von Malta. Vor allen Dingen durch diesen Orden, der total unter der Kontrolle der Jesuiten steht, sind die Bankgeschäfte und die Handelsgeschäfte weltweit heutzutage in jesuitischer Hand. Und das wissen wir ja auch, wenn wir die Bibel lesen, weil da steht drin, in Offenbarung 18, wer tatsächlich diejenigen sind, die den Handel und solche Sachen auf der Welt leiten. Lest mal, Offenbarung 18, Verse 11 bis 17. Ich mache das jetzt hier nicht, weil das Video sonst wirklich zu lange dauert. Und ich habe ja Verständnis dafür, dass wir langsam zum Ende kommen müssen mit über 70 Minuten. Aber bitte gebt mir die Möglichkeit, das muss ich hier zu Ende lesen. Diese Erlasse und noch nie dagewesenen Befugnisse wurden ihnen uneingeschränkt zugesichert. Ja, und das ist genau das. Die Jesuiten sind, wie ich in Herrscher des Bösen bereits vorgelesen habe, die wiederbelebten Tempelritter. Und die Tempelritter waren auch damals die Geldwechsler und diejenigen, die das Geld auf der Erde beherrscht hatten. Und die sich natürlich in dem Fall der Dienste ihrer willigen Juden, der Hofjuden, wie man sie nennt, Court Jews im Englischen, Hofjuden, das ist sogar ein Wort, das im Englischen viel gebraucht wird, bedient haben. Die Rothschilds, die eben die Hüter des Vatikanschatzes sind. Ja? Diese Erlasse und noch nie dagewesenen Befugnisse wurden ihnen uneingeschränkt zugesichert. Sogar forderten die Päpste, Fürsten und Könige auf, besagte Privilegien zu verteidigen. All jenen, die versuchen würden, letztere zu unterlaufen, drohten sie mit der großen Exkommunikation, das ist die völlige Ausschließung aus der Kirche, Latae Sententiae, allein Kraft der päpstlichen Bulle, das heißt ohne Verfahren und Richter, eines gefällten Spruchs. Im Jahre 1574 verlieh eine Bulle Antichrists Papst Pius V.
dem General das Recht, diese Privilegien entgegen allen Versuchen, sie umzuarbeiten oder zu kürzen, ihren ursprünglichen Rahmen zurückzugeben, selbst wenn derartige Kürzungen durch päpstliche Aufhebung offiziell dokumentiert worden war. So, und jetzt sagt ihr von, ja, aber 1773 wurden die Jesuiten dann ja verboten und all diese Rechte wurden weggenommen. Das stimmt, aber Papst Pius VII., der sie 1814 wieder installiert hatte, hat ihnen all die vorher früher weggenommenen Rechte offiziell zurückgegeben. Das ist also wieder einmal eine Bulle, wo der eine Papst dem anderen widerspricht. Genau das, was Luther damals gesagt hat mit den Konzilen, ne? Ich gebe meine Autorität doch nicht den päpstlichen Konzilen, da die sich mehr geirrt haben als was anderes, weil die Päpste widersprechen sich ständig. Und hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das, was Pius der V. macht, hier gemacht wurde. Dann Papst Clement der XIV. Mit dem Verbieten der Jesuiten 1773 ihn alles weggenommen hat und dann Papst Pius der VII. Ihn 1814 alles wiedergegeben hat. Widersprüche, Widersprüche, Widersprüche. Zitat: Mit der Gewährung derart außerordentlicher, der veralteten Kirchenfassung zuwiderlaufenden Privilegien beabsichtigte das Papsttum nicht allein die Ausstattung der Jesuiten mit mächtigen Waffen im Kampf gegen die Ungläubigen, sondern vor allem ihre Verwendung als Leibwache zur Verteidigung seiner eigenen uneingeschränkten Macht innerhalb und gegenüber der Kirche. Um die geistliche und weltliche Vormachtstellung aufrechtzuerhalten, die sie während des Mittelalters an sich gerissen hatten, verkauften die Päpste die Kirche an den Orden Jesu und lieferten sich ihm folglich aus. Wurde das Papsttum von den Jesuiten gestützt, so fand und fiel deren ganze Existenz mit des Papsttums geistlicher und weltlicher Vorherrschaft. So gesehen waren die Interessen beider Parteien aufs Engste miteinander verknüpft. Ende Zitat, wie wir aus dem Buch von Gaston Belli lesen können, auf Seite 9 bis 10 und 16 bis 17. Das ist ein ganz fürchterlich wichtiger kleiner Absatz, den ich hier gerade gelesen habe. Ich hoffe, dass ihr das echt gut versteht. Es geht hier um kanonisches Recht. Es geht hier wirklich um das, was innerhalb der römisch-katholischen Kirche als Gesetz gilt. Ja? Es steht hier ganz, ganz deutlich bei, wurde das Papsttum von den Jesuiten gestützt, so stand und fiel deren ganze Existenz mit des Papsttums geistlicher und weltlicher Vorherrschaft. Ja, wer hat denn dann bitte schön die geistliche und weltliche Vorherrschaft? Der weiße Papst oder der schwarze Papst? Ja, und das ist doch der Punkt. Und da muss man mal bedenken, dass wir heutzutage eben mit Papst Franziskus den ersten Jesuiten Papst des vierten Eides sogar da haben. Ein weiteres Zitat von Pierre Dominique kommt gleich. Diese Schar Auserwählte aber benötigte, um die bürgerliche Gesellschaft zu beherrschen, eine heimliche Hilfstruppe. Eine Aufgabe, die dem verlängerten Arm der Jesuiten genannte Kompanie zufiel. Zitat: So kamen mit der Societas Jesu viele bedeutende Persönlichkeiten in Verbindung. Kaiser, also deutschen Kaiser, Ferdinand II. Und Ferdinand III., Sigismund III., König von Polen, der der Kompanie offiziell angehörte, das war derjenige, der Polen aus dem Protestantismus wieder umgekehrt hat in römischen Katholizismus, und das könnt ihr nachfolgen, wenn ihr meiner Lesung folgt, die auf dem Internet zu finden ist, Jesuits Derooting the Reformation im Englischen. Der Kardinalinfant von Österreich, ein Herzog von Savoyen, und diese waren von nicht geringem Nutzen. Heute ist es nicht anders. Die 33.000 offiziellen Mitglieder der Kompanie operieren als deren Personal auf der ganzen Welt. Führungskräfte einer wirklich verborgenen Armee, in ihren Reihen Parteivorsitzende, hohe Funktionäre, Generäle, Richter, Ärzte, Dozenten etc. 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 Alle in dem Bestreben, in ihrem eigenen Bereich den Opus Dei, das Werk Gottes, in Wirklichkeit die Pläne des Papsttums, des Antichristen, herbeizuführen. Und damit endet der erste Abschnitt des Buches »Die verborgene Geschichte« der Jesuiten von Edmond Paris. Eine deutliche Erklärung
über die Herkunft nicht nur Ignatius von Loyolas, sondern des Jesuitenorden im Allgemeinen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr was gelernt habt darüber und dass ihr vor allen Dingen auch mal versteht, dass dieser ganze Quatsch, den man euch erzählen will, über Juden, die die Jesuiten gegründet haben, über Juden, die die Jesuiten leiten, totaler Blödsinn ist. Absoluter Blödsinn ist, ich muss dann noch mal eben ganz kurz drauf eingehen, weil in der Bibel selbst steht ganz deutlich drin. Und zwar in Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Ende Zitat aus der Schlachterbibel, Lukas 21, 24. Und ob es jetzt Juden sind oder nicht, das spielt alles sowieso keine Rolle, wenn man das Evangelium richtig versteht, aber da gehe ich wahrscheinlich mal irgendwann in einem eigenen Video drauf ein. Aber diese Geschichte der Jesuiten war absolut wichtig und ist die Basis der weiteren Vorlesung dieses Werkes, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt weiterschauen, wenn es weitergeht in Abschnitt 2, die Jesuiten in Europa während des 16. und 17. Jahrhunderts in der nächsten Lesung. Bis dahin, Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time,
President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.